Hallo liebe Taktikfreunde, Thema in diesem Video ist das 1 gegen 1 Defensiv aus Sicht des Außenverteidigers, der hier in der grün-schwarzen Mannschaft mit der Nummer 3 agiert gegen den gegnerischen Flügelspieler mit der Nummer 11 in Farbe Blau. Das 1 gegen 1 ist jetzt hier aus der weiten Distanz. Ich habe für das Zweikampfverhalten, für die Schrittweise, wie es im Idealfall zu absolvieren wäre, ein Akronym aufgestellt, das sich AST-LB nennt. A für Anlaufen, S für Stellen, T für Tempo aufnehmen, L für Lenken und B für den Ballgewinn im Idealfall. Starten mal die Animation. Wir haben jetzt den gegnerischen Sechser hier im Zentrum, der den Pass nach außen spielt. Wenn der Pass gespielt wird, läuft jetzt erstmal der Außenverteidiger den Gegenspieler an. Kommen erstmal ins Anlaufen, versuchen hier schon bogenförmig, bananenförmig so anzulaufen, dass wir die Innenbahn so zustellen, dass der Gegner nur nach außen gelenkt wird, dass der Gegner jetzt hier nur noch die Möglichkeit hat, nach außen zu gehen. Wir minimieren praktisch sein Verhalten oder seine Verhaltensmöglichkeiten, dass er nicht nach innen und nach außen gehen kann, sondern laufen bogenförmig so an, dass er nur noch nach außen gehen kann. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir ihn stellen, dass wir dann sein Tempo aufnehmen, ihn lenken. Und hier dann, wie schon gesehen und wie schon angesprochen, nach außen lenken und über die Distanz den Abstand zu ihm verkürzen und im Idealfall in Ballgewinn reinkommen. Also nochmal die Situation, dass wir hier als Außenverteidiger erstmal bogenförmig anlaufen, ihn stellen. Hier kommt es häufig dazu, dass der Außenverteidiger dann schon stürzt und sofort versucht, in die Balleroberung zu kommen. Da ist es dann halt immer gefährlich, weil der gegnerische Spieler dann relativ schnell eine kleine Finte einsetzen kann und sofort vorbei ist, den Pass dementsprechend eventuell hier einfach vorbeispielt und sofort die Linie runtergehen kann. Da also erstmal stellen, Geduld haben, die Innenbahn zumachen, dass wir ihn jetzt erstmal nach außen lenken und jetzt erstmal sein Tempo aufnehmen. Das Tempo so aufnehmen, dass wir versuchen, ihn weiterhin nach außen zu lenken und dass wir halt da auch, während wir sein Tempo aufnehmen, dass wir versuchen, die Distanz zu ihm immer weiter zu verkürzen. Und sobald wir im Körperkontakt sind, sobald wir nah an ihn dran sind, versuchen wir dann unseren Körper oder unseren Fuß so einzustellen, um dann hier in die Balleroberung zu kommen. Danach kommt der Pass jetzt hier zum Torwart. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Man kann jetzt natürlich auch je nach Spielsituation den Pass zum anderen Mitspieler spielen. Das ist jetzt einfach nur als einfache Animation, als vereinfachte Darstellung.